Im Folgenden zeige ich euch, wie die Sanitäranlagen im Wohnmobil funktionieren. Und zwar haben unsere Wohnmobile jeweils auf der einen Seite, das ist dann die Beifahrerseite, ein WC und Waschbecken. Und auf der anderen Seite, sprich der Fahrerseite, ist eine große Dusche vorhanden. Sobald ihr Wasser hinten im Frischwassertank habt und vorne über das Panel die Wasserpumpe aktiviert habt, könnt ihr halt an den Wasserstellen Wasser entnehmen. Das Wasser läuft in der Dusche entsprechend unten durch die kleinen Abläufe ab, sammelt sich im Grauwassertank, also in dem 80 Liter Abwassertank, den wir haben. Was ihr beim Duschen beachten solltet, oben möglichst kann man sehen, das Dachfenster geöffnet haben, damit die feuchte Luft halt direkt nach oben raus abweichen kann. Das Wasser aus dem fürs Händewaschen aus dem Waschbecken, das läuft über den Siphon halt auch in den Abwassertank und ja, hat im Prinzip keinen großartigen Filter oder solche Scherze dazwischen. Das ist einfach, läuft einfach blind in den großen Tank, wird dort gesammelt und kann an einer Entnahmestelle oder einer Entleerungsstelle auf dem Campingplatz abgelassen werden. Wie das genau funktioniert, habe ich euch in einem anderen Video gezeigt. Kurz nochmal erläutert, einfach den Abwasserschlauch an dem Ablass unterm Fahrzeug anschließen, den Knebel betätigen, dass das Wasser ablaufen kann, dass das Ventil dafür geöffnet wird und nach Entleerung halt wieder schließen. Wer die Toilette benutzen möchte, muss gucken, dass er die Toilette entsprechend so ausrichtet, dass er vernünftig sitzen kann. Je nach Beinlänge und so weiter muss man so ein bisschen, muss ein bisschen gucken. Ansonsten kann man sein Geschäft vollziehen. Hinter dieser Klappe da unten befindet sich der WC-Tank. Das ist ein separater Tank zum Grauwassertank. Hat also nichts miteinander zu tun. Und da werden im Prinzip die ganzen Fäkalien gesammelt. So, wenn man jetzt sein Geschäft macht, gibt es hier vor der Stirnseite einen Hebel, den kann man betätigen. Dann geht die Klappe auf und lässt das Geschäft in den Fäkalientank fallen. Dann wieder schön schließen. Und vorher natürlich entsprechend über diese Drucktaste kann man die Spülung betätigen. Und sobald unten der Fäkalientank gefüllt ist oder zu voll ist, dann wird hier eine rote Leuchtdiode leuchten, dass ihr dann auch gewarnt seid. Nach jedem Entleeren des Fäkalientanks muss da eine Chemie hinzugeführt werden, damit die ganzen Fäkalien zersetzt werden und dann im Prinzip eine, ja, im Prinzip angenehm riechende oder nach Zitrus riechende blaue Flüssigkeit aus dem Tank gekippt werden kann. So, diese Chemie findet ihr in diesem kleinen Pott. Das sind so kleine Beutelchen. Im Prinzip ein bisschen Wasser ins Klo laufen lassen über die Spülung. Dann diesen Beutel hinterher und der Rest geht automatisch. Aufpassen, wenn ihr die Beutel anfasst, dass ihr trockene Hände habt, weil ansonsten kann es sein, dass euch der Beutel in der Hand schon aufgeht. Ziemlich unangenehm. Dann gucken wir uns jetzt mal draußen den Fäkalientank an. Der Fäkalientank sitzt ja direkt unter der Toilette. Da ist er. Kann im Prinzip einfach hier hochgezogen, entriegelt werden, rausgezogen werden. Und dann stellt man ihn auf den Boden. Ist jetzt ein neues System, deswegen packe ich das jetzt alles so an. Diese Klappe wird halt geöffnet, wenn ihr den Fäkalientank in das Loch schiebt. Und ja, das ist die Klappe, die ich vorhin von oben gezeigt habe, die geöffnet wird, wenn man den Hebel betätigt. Das Ausgießen erfolgt im Prinzip einfach über diesen Hahn, oben den Deckel abdrehen, Tank umkippen und das Geschäft halt oder beziehungsweise die Fäkalien in die Fäkalienentsorgungsstelle des Campingplatzes kippen. So ein bisschen aufpassen, also wir empfehlen halt zwei, dreimal hinterher zu spülen, das heißt ein bisschen Frischwasser reinlaufen zu lassen, dann ein bisschen das Wasser zu schütteln, damit auch die Reste wirklich erwischt werden und dann nochmal neu ausgespült werden. Aber bitte nicht zu doll schütteln, weil ansonsten geht dieser Schwimmer in dem Tank kaputt. Wird dazu führen, dass ihr intern die rote Leuchtdiode nicht mehr sehen könnt. Und ja, das kann für alle Beteiligten ziemlich unangenehm werden, wenn der Tank dann irgendwann überläuft. Ansonsten ist das Gerät ein kleiner Trolley. Das heißt, man kann ihn auch hinstellen und man kann ihn so ein bisschen als Trolley hinter sich herziehen. Das kann jeder machen, wie er es für sich für richtig hält. Das ist natürlich mit einer Hand jetzt schwierig.
Manche Campingplätze bieten das auch an, die haben so Reinigungsautomaten. Da zahlt man irgendwie 1 oder 2 Euro für, stellt den Automaten da rein und der Rest läuft automatisch. Mal gucken, dass der richtig einrastet. Das ist, wenn dieser Hebel hier wieder hinter dieser Nase verschwunden ist. Klappe zu. Wie vorhin erwähnt, wieder eine Chemietablette und ein bisschen Wasser da rein schmeißen. Und dann kann es weitergehen.